Hallihallo, ich bin hier in Köln bei Munich Dogs. Ich hätte so gern einen Hund. Weiß aber nicht welchen. Welchen würdest du mir empfehlen? Ja, du hast eben gesagt, du hast ein Kind, das 8 Jahre alt ist und eins, was 4 Jahre alt ist. Da hast du eigentlich schon eine sehr große Auswahl. Ah, okay. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel Zeit hast du am Tag oder hat dein Mann vielleicht Zeit oder vielleicht kann auch schon der 8-Jährige mit dem Hund gehen, das ist eine große Frage. Okay. Wie viel Zeit du dir für den Hund eigentlich einteilen kannst am Tag? Mhm. Kannst du das schon sagen? Ich habe relativ viel Zeit. Okay, weil das ist jetzt zum Beispiel, im Hintergrund sitzt der Paul. Der wäre mir auch fast zu groß. Okay, das ist jetzt ein Wischler, das ist ein Jagdhund. Das heißt, der braucht natürlich seine 2-3 Stunden Auslauf jeden Tag. Ja, und er muss auch unterwegs sein, er muss laufen, er muss gefordert werden. Sonst bekommst du den nicht müde. Und dann hast du natürlich abends einen sehr quirligen Hund, einen anstrengenden Hund zu Hause. Das muss ja nicht sein. Was sind so die Vorteile, wenn man ein Tier, jetzt sagen wir mal einen Hund, in die Familie mit integriert? Also für die Kinder ganz klar, die lernen natürlich Führungsverantwortung. Die müssen Disziplin, die lernen mit dem Hund umzugehen, die lernen Befehle auch auszusprechen. Einfach eine Führungsverantwortung und Disziplin, die zu jedem Hund dazugehört. Aber da bräuchte ich jetzt keine Angst haben, dass mein Kind ein Tyrann wird, nur weil es weiß, wie man einen Hund kommandiert. Nein, aber es muss wissen, das Kind muss wissen, was er mit dem Hund zu machen hat. Und vor allen Dingen sollte man dem Kind auch beibringen, mit dem Hund spazieren zu gehen. Dass es nicht immer nur an einer Person hängen bleibt, sondern einfach, das ist eine gewisse Arbeit, die getätigt werden muss. Jeden Tag, Tag für Tag. Ab welchem Alter kann denn jetzt ein Kind zum Beispiel mit Paul Gassi gehen? Wenn der Hund gut erzogen ist, kann eigentlich ein 5-Jähriger mit dem Gassi gehen, wenn der Hund auf den 5-Jährigen hört, wenn man dem Hund, also dem Kind auch beibringt. Aber gibt es nicht immer diese Sekunde oder diesen Prozentsatz an Möglichkeit, dass der Hund dann doch ausflippt, auch wenn er gut erzogen ist? Gibt es aber, die ist so gering, wenn er gut erzogen ist. Okay. Wenn in der Familie, in dem Rudel der Hund so erzogen ist, kann ich eigentlich einen 5-Jährigen mit so einem Hund laufen lassen. Wow, okay. Aber das muss natürlich auch klar sein, dass du genau weißt, dass es so ist. Mhm. Und man probiert es ja auch aus. Man sieht ja auch selbst in verschiedenen Situationen, ob es klappt oder nicht. Das heißt, am besten gehe ich auch mit dem Kind und dem Hund in die Hundeschule? Ja, das würde ich immer machen. Das ist ja das, was das Kind lernen kann. Einfach eine Verantwortung zu übernehmen. Also ich würde immer empfehlen, wenn man sich genau ausgemacht hat, wie viel Zeit habe ich für den Hund, was habe ich für eine Fläche zu Hause, habe ich einen Garten, habe ich keinen Garten, dann kann man hingehen und kann sagen, ich gehe jetzt einfach mal in ein Tierheim, schaue mir die Hunde an, die da jetzt auch da sind und frage dann auch mal die, wie ist der quirlig. Man kann schon sehen, ob Hunde dann wirklich sehr aktiv sind, weniger aktiv sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man auch einen Labrador, wie du gerade eben schon sagtest, der ist auch sehr aktiv, der braucht auch Auslauf, der muss auch bewegt werden. Du, aber beim Tierheim hätte ich ja auch Angst, dass es irgendwie Hunde sind, die einen kleinen Knall abgekriegt haben, weil sie schlecht behandelt wurden. Kann ich das irgendwie vermeiden, dass ich den Hund das ansehe? Nein, das kannst du nie vermeiden, das kannst du aber auch bei der besten Zucht nicht vermeiden. Ah. Es ist einfach, ein Hund kann Krankheiten haben, kann krank sein und kann auch ein bisschen gestört im Kopf sein. Das ist also wirklich, da steckt man nie drin. Man kann es aber rausarbeiten. Hm. Das ist ja die Arbeit von dir eigentlich, den Hund zu integrieren in die Familie, aber du bist der Rudelführer. Du sagst dem Hund, was er zu machen hat, du bestimmst eigentlich den Tagesablauf. Das heißt, ich wäre immer der Boss und kein so ein großer Hund, egal wie groß er ist. Definitiv bist du der Boss im Haus, beziehungsweise die ganze Familie, auch im Umkehrschluss die Kinder. Die Kinder müssen den Hunden auch Bescheid geben können, was sie zu machen haben und was nicht. Ich hatte noch nie einen Hund, das wäre quasi mein erster und habe auch gar nicht so einen Überblick über die Kosten. Kannst du mir da irgendwie einen Eindruck geben? Was kostet der Hund? Was kostet er im Jahr? Also wie ich eben schon sagte, wenn man bei einem Tierheim anfängt, da zahlt man ja eine Aufwandspauschale bzw. eine Aufwandsentschädigung ans Tierheim. Ans Tierheim. Das fängt bei 150 Euro an oder 200 Euro, so um den Dreh, kleiner Hund, großer Hund. Und geht natürlich bei Rassehunden bis 3.000, 4.000 Euro. Okay. Bei der Anschaffung des Hundes. Damit ist es natürlich hinten und vorne nicht getan. Mhm. Das ist eigentlich der kleinste Kostenfaktor. Der Hund an sich. Der Hund an sich, genau. Es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, 100 Euro im Monat sind die Grundkosten des Hundes. Da ist eigentlich auch schon Futter mit drin. Das variiert natürlich jetzt bei dem 1-Kilo-Hund zu einem 40 oder 50 oder 60 Kilo-Hund. Das ist ganz klar vom Futter. Ja, aber das ist die Faustregel, die man sich eigentlich merken sollte. Also 1.200 im Jahr. 1.200 im Jahr.
Dann darf aber nichts dazwischen kommen, keine größeren Operationen oder. So, das ist der liebe Weihnachtsmann, den hätte ich gern, aber nicht unterm Tannenbaum, denn ich muss es mir aussuchen. Aber so einer schwebt mir vor. Wie findest du den? Super süß. So ein bisschen wie der von den Strolchen, ne? Stimmt. Ja. Ich mag den Fleck auch mit dem schwarzen klasse. Auge. Absolut klasse, wäre für dich auch ein perfekter Hund. Was für mich natürlich spannend ist, weil ich in Bulldoggen gerade so interessant finde und die aber irgendwie Kampfhunde sind, was ist daran? Sind die so schlimm oder was? Nein, das ist entgegen dem Alltäglichen. Man sieht in Fernsehshows oder sonst was immer nur Staffordshire Terrier oder die wirklich bösen Hunde. Wobei man ganz klar sagen muss, jeder Hund ist eine potenzielle Gefahr, wenn der Hundehalter eine Gefahr ist. Ich bekomme jeden Hund so weit, dass er jeden beißt. Und dass er auch aggressiv ist, brutal ist. Okay. Die sind natürlich irgendwo in dieser Klassifizierung von 1 bis 3 geht die, glaube ich. In Bayern ist, glaube ich, die 1 gar nicht erlaubt. Da darf man gar keinen Staffordshire Terrier halten. Das ist ja nur mit Sondererlaubnis. Ich habe die als so liebe Tiere erlebt. Sind die auch. Aber es kommt ganz klar, ist auch immer so, es kommt auf den Halter. Mhm. Das ist, wenn du jetzt bald dann einen Hund hast oder wenn du dir einen anschaust, wirst du es auch erleben in jedem Park. Dass verschiedene Hunde, die du als sehr nett und sehr lieb einstufst von deinem Kopf her, das heißt noch lange nicht, dass die nett und lieb sind. Ah, okay. Aber der Hund wird wie ein Kind geboren und von Anfang an, er hat ein gutes Wesen, aber das muss ich natürlich aus ihm rausholen. Das böse Wesen sollte ich drin lassen, aber ich kann es auch rausprovozieren. Das ist eine ganz schöne Macht, die ein Mensch da über Tier hat, also über den Hund. Nur das ist es. Es ist nur der Mensch. Das Tier entwickelt sich von alleine erstmal in die Richtung, wo ich es hinführe. Gut, ich habe wahnsinnig viele Informationen bekommen von dir. Vielen Dank. Gerne. Was ich jetzt für mich gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass ich mir Zeit lassen werde. Mit der Überlegung, welchen Hund und zu welchem Zeitpunkt. Also ich werde mir jetzt wahrscheinlich keinen besorgen vor den Sommerferien. Gut. Wahrscheinlich dann eher nach den Sommerferien. Aber ich werde es nicht wissen lassen. Vielleicht komme ich dann auch hier einkaufen. Sehr gerne, ich bin da. Super, ich freue mich. Danke dir. Ich mich auch, bitte. Schön.